Wenn ich jetzt mit dem Spieler drauf gehe, dann wird er instant wieder rausgeschmissen. Jo Leute, ich bin's wieder, euer Garkulum. Herzlich willkommen am Devlog vom Client IceMod. Ich und IceBlaze haben eine neue Funktion gefunden, und zwar können wir Spieler vom Server verbannen. Und wir brauchen nur Creative, kein OP-Recht oder sonstiges. So, oben rechts seht ihr das Minecraft-Fenster vom Opfer. Und hier seht ihr das Fenster von dem Attackierer, der diesen Client hat. Und ja, wir müssen uns ein Item cheaten mit der Stärke 30. Also mit Hashtag Crash-Item kann man sich ein Item cheaten. Man gibt dann hier die Anzahl ein und hier die Stärke des Items. Also wie viel Information das Item enthalten soll. So, und dann kann man das dem Spieler zuwerfen. Und wenn man das mehrfach gemacht hat und das Inventar vom Spieler voll ist, wir müssen jetzt ein bisschen warten, das leckt halt so ein bisschen. So. Es kann wenig dauern, der Server laggt auch deswegen so ein bisschen. So, wenn ich jetzt das Spiel verlasse, dann sind die Player-Daten riesengroß. 433 KB. So, wenn ich jetzt mit dem Spieler drauf gehe, dann wird er instant wieder rausgeschmissen. Es besteht keine Chance mehr, für den Spieler auf den Server drauf zu kommen. Ja, das Einzige, was dem Admin nur noch übrig bleibt, ist, dass er diese Player-Daten löscht, wo auch seine ganzen Inventar-Daten enthalten sind. Ja, und dann kommt er wieder drauf. Ich hoffe, euch hat die Funktion gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Der Client wird spätestens in einem Monat oder mehr erscheinen und das Ganze kostenlos. Wir verlangen dafür keinen Cent. Und ja, das war's, euer Garkulum.